Weiter geht's bei New Cycle und in der heutigen Folge wollen wir uns ein bisschen mit dem Essen weiter befassen. Wir müssen für den Winter einige Vorräte anlegen und das ist im speziellen Essen. Also, wir spielen auf hart und grundsätzlich müsst ihr Essen anlegen und die Ressourcen sind ja auch nur im begrenzten Maße verfügbar. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen die Balance finden, dass wir mit unseren Reserven, die wir haben, bis ins nächste Jahr kommen und nicht alles aufessen, gleichzeitig die Moral möglichst gut halten, dass die Produktivität steigt und viele andere Sachen machen. Dabei müssen wir auf 40 Leute kommen und das will ich euch nochmal zeigen. Das wird wahrscheinlich wirklich schwer werden, auf die 40 Leute zu kommen. Wir haben das im Livestream erlebt und getestet, auf diese 40 Leute zu kommen. Wir haben 6 Unbeschäftigte, wir haben auch aktuell noch keine Kinder, ja, das heißt, wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir hier Kinder bekommen werden und dazu werden wir vor allen Dingen noch ein weiteres Haus bauen, dass sie einfach die Möglichkeit haben, Kinder zu kriegen. Wir sind bei der Verteilung auch bei Mitteln, wir werden gucken, dass wir das vielleicht sogar auf regulär erhöhen und da ist im Prinzip der erste Punkt. Wir schaffen momentan die Produktion von regulär nicht. Wir brauchen aktuell, und da gehen wir jetzt mal, rein, wenn wir nach dem aktuellen Stand versuchen würden, über den Winter zu kommen, würden wir das schaffen? Ja oder nein? Es hat also gerade der Herbst angefangen. Das bedeutet, wir sind bei insgesamt 20 Tagen, die wir hier aushalten müssen. So, wir brauchen für 20 Tage aktuell 33, das sind also 660 Essen, ja? Wir haben auf Lager, und jetzt nehmen wir uns mal einen ganz einfachen Taschenrechner zur Hand, 144, das heißt, wir brauchen noch 516 Essen. Wenn wir uns mal das Rezept angucken, brauchen wir für 8 6 Pilze. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen missverständlich, aber wenn wir das mal durch 8 teilen, dann wissen wir, und dann mal 6 Pilzchen, dann brauchen wir insgesamt 400 Pilze, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe. Und daraus würden wir diese Mahlzeiten machen. Und wenn ich mir angucke, dass wir dort oben jetzt einiges an Pilzen haben, dann würde ich sagen, das reicht. Also, es bedeutet, wir fahren hier unsere Produktion auf Minimum zurück, dass wir die verfügbaren Ressourcen hier nicht zu stark nutzen. So, ich zeige euch auch gleich, wovon das abhängt, die verfügbaren Ressourcen zu nutzen. Ihr seht, auch dort haben wir nur noch 844. Ich denke, wir sind da jetzt gut genug vorbereitet. Das Gute ist, auf dieser Karte, für Notfälle hätten wir noch hier hinten noch Pilze. Also für Notfälle haben wir hier genügend zur Verfügung. Ja, also das ist Gott sei Dank, das ist kein Problem. Wir werden auch den hier jetzt auf 0 zurückfahren mit den 39 Pilzen, weil die brauchen wir jetzt im Moment wirklich nicht. So, das ist Schritt Nummer 1. Jetzt können wir im Prinzip schon mal langsam weitermachen. Die produzieren hier entsprechend das Essen. So, Pilze werden wegfallen im Winter. Jetzt müssen wir noch gucken, wie sieht es mit dem Wasser aus. Wasser haben wir aktuell genug. Auch das muss natürlich reichen. Auch da 20 Tage lang müssen unsere Quellen reichen. Und das müssen wir auch prüfen bei unserem aktuellen Wasserquellen. Also Nahrung würde ich erstmal einen Haken hintermachen. Das reicht. Wir würden wahrscheinlich sogar mit einer Produktion von 50 auskommen oder einem Verbrauch von 50, 56. Dann wird das zwar leer sein, aber bei der Nahrung mache ich mir jetzt erstmal keine Sorgen. Ja. Wir sind bei einem Verbrauch von 126 am Tag, das ist klar. Wenn ich mir angucke, wir sind bei 10 Tagen. Wir produzieren jetzt, ja, wir könnten hier nochmal ein mehr machen, dass wir nicht zu stark jetzt bei den Pilzen absacken. 67 und 67, dass wir ungefähr mit der Produktion jetzt den Verbrauch treffen. Dass wir jetzt im Winter dann wirklich auf Null gehen. So, also, das sieht erstmal gut aus. Nahrung haben wir genug, einfache Mahlzeiten und Pilze auch. Dann gehen wir in unsere Wasserpumpen rein und da haben wir noch 2000 drinne, das heißt, das reicht noch 20 Tage. Aber auch hier muss man sagen, die Recovery Rate, die kennen wir ja noch nicht. Ja? Ich erkläre euch das gleich mal mit der Recovery Rate, dass ihr das auch wisst.
Und jetzt gucken wir mal hier hinten, das ist unser Feldlager, da machen wir ein paar Steinchen mit. Ah, das ist tatsächlich auch schon alles aufgebraucht hier. Ah, ist schon krass. Wir müssen mal gucken, ob wir noch irgendwo Steine haben. Das machen wir gleich. Auf jeden Fall sieht es erstmal gut aus, 192. Ich muss mir gerade mal gucken, wo unsere zweite Wasserpumpe war. Da. Und da haben wir auch noch, ach guck, mehr als genug Wasser. So, wie sieht es jetzt mit der Recovery Rate grundsätzlich aus in diesem Spiel? In dem Spiel verbraucht ihr Ressourcen. Das ist aber erstmal kein Problem, denn die kommen wieder. Die kommen wieder, allerdings nicht immer zu 100%, sondern je nachdem, wie stark es in der Region, auf der Karte, die ihr spielt, geregnet hat. Der Regen, das hängt so ein bisschen vom Zufallsfaktor ab und das seht ihr hier unten rechts an der Seite. Und wenn ihr da draufklickt, dann seht ihr hier im Prinzip die Recovery Rate vom Originalwert. So, das bedeutet jetzt, stellt euch vor, ihr habt einen Bereich mit 1000 Pilzen und ihr seid jetzt bei einer leichten Dürre mit 60%, dann kriegt ihr im nächsten Jahr nur noch 600 Pilze davon wieder. Wenn es irgendwann mal fruchtbare Bedingungen sind, dann kann es auch sein, dass da 1100 Pilze rauskommen. Aber im Grundsätzlichen müsst ihr euch darauf einstellen, dass Pilze und all solche Sachen eher geringer werden im nächsten Jahr anstatt mehr. Das ist halt, ja, das ist eine wichtige Sache, um zu verstehen, dass das Leben hier halt nicht so einfach ist. Okay, können wir schon mal weitergehen. Wasser, würde ich sagen, passt also. Da würde ich jetzt auch nicht weiter runtergehen, aber ich möchte auch nicht weiter hochgehen, denn wir schaffen mit unserem aktuellen Wasserverbrauch ohne Probleme den Winter. Und da haben wir auch mehr als genug Ressourcen, um noch mindestens 60 Tage zu pumpen. Das sind noch anderthalb Jahre ohne vernünftige Recovery Rate. Also von daher sieht das gut aus. Und da haben wir ja noch andere Quellen gar nicht angezapft. Hier hinten zum Beispiel haben wir auch Wasser. Da haben wir nochmal eine ganze Menge Wasser. Also Wasser ist hier wahrlich bei uns nicht das Problem. So, also werden wir nochmal ein weiteres Häuschen bauen. Das haben wir gerade gesagt, dass wir hier vielleicht das ein oder andere Kind bekommen. Das bauen wir mal dahin. Dann machen wir auch direkt einen Weg dahin. So. Und dann bringen wir auch dort hinten ran noch einen Weg. Gucken wir mal, dass wir einmal da lang bauen können. Ah, jetzt haben wir schon die Steinprobleme. Da müssen wir echt mal schauen, ob wir noch irgendwo Steine haben. Da produzieren wir Holz. Das können wir meinetwegen sogar ein bisschen runterfahren. Was haben wir da? Pass mal, wir machen mal dort einen rein und dort einen raus. Jetzt müssen wir uns echt umsehen, ob wir noch irgendwo Steine haben. Denn das sieht momentan ja echt mau aus, ne? Wir haben Holz zwar genug, das ist Eisen, das ist wir kriegen das später natürlich alles mit entsprechenden Lagern, aber im Moment sieht es mau aus, ne? Tja, wie soll ich denn hier weiterbauen, wenn ich keine Steine mehr habe? Holz haben wir genug. What the hell? Da hinten? Heidewitzka. Das ist ja weit weg. Das ist echt die einzige Steinquelle. Da hinten sind auch noch welche. Die lassen wir uns nochmal offen. Da hier ist noch eine ganze Menge Stein. Das ist aber wirklich weit weg. Das ist, glaube ich, egal, ne? Tja, es bringt nichts, da müssen wir hin und dort müssen wir die Steine bauen. Okay, gut, also hier unten fehlt vor allen Dingen auch noch ein Anschluss. Die Pumpe, stimmt, die Pumpe haben wir auch noch. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, mit der Pumpe jetzt weiter zu pumpen. Pass mal auf, wir lassen die Pumpe pumpen. Werden allerdings die hier hinten ausmachen, weil die nur noch 2000 Ressourcen hat und lassen uns die mal so ein bisschen als Reservepumpe hier übrig. Okay, gut. Dann denke ich mal, können wir auf Vollgas machen.
das Haus ist gebaut, dann haben die hier genügend Möglichkeiten. Und ja, jetzt haben wir im Prinzip zwei Möglichkeiten, um die Leute hier zu bekommen. Wir brauchen entweder dringend Kinder, die haben wir nicht. Und Kinder brauchen auch nochmal 1,5–2 Jahre, bis sie groß werden. Das bedeutet, wir müssen unbedingt zusehen, dass unsere Attraction gut ist, dass wir neue Leute bekommen. Und das werden wahrscheinlich auch nur zwei werden. Ansonsten kann es hier ganz schön lange dauern, bis wir ins nächste Zeitalter gehen. Und wir können dafür auch hier die Food und die Water Distribution Rate hochziehen. Das werden wir mal gucken, dass wir das so gen Winter schaffen, wenn wir hier entsprechende Ressourcen gesammelt haben. Ja, wir sind hier bei Produktion 96. Da haben wir noch 1000 drin. Ne, das müssten knappe 130 sein. Das müsste passen. Da haben wir jetzt auch genügend. Dann schauen wir mal. Ja, wir brauchen halt die Steine, damit wir unsere Straßen bauen können. Bitte einmal Steine sammeln. Genau. Und jetzt, wo die Steine wieder kommen, bauen wir bitte einmal die Straße. Schon mal bis nach da. Ja. So. Und dann gucken wir mal, dass wir hier lang gehen. Einmal dahin. Das sind 24 Steine. Dann schließen wir den hier zuerst an. Und dann gehen wir dahin. Das sind 18 Steine. Die haben wir gleich. Zack. Und, oh Gott, jetzt fängt der Winter an. Und jetzt müssen wir einige Sachen machen. Das sieht ja krass aus. Guckt euch mal an, wie sich die Landschaft hier verändert, wa? So ein kleiner Wald hier. Sehr dramatisch. Der Winter hat begonnen, ihr Lieben. Also, wir müssen jetzt unsere Maßnahmen treffen für den Winter. Wir müssen jetzt nämlich zusehen, dass wir die Essensleute, dass wir das alles ein bisschen umstrukturieren. Das heißt nämlich, wir haben nur noch 6 Arbeitskräfte, jetzt die Pilzsammler hier abziehen. Davon haben wir jetzt erstmal genügend. Beziehungsweise, die bringen uns nicht so viel. Können wir... Da ist keiner mehr drin, alles klar. Und hier vorne, da haben wir jetzt einen, der Holz sammelt. Okay, das sieht erstmal ganz gut aus. Ich denke, so können wir bleiben. Und wir sollten jetzt vielleicht auch schauen, dass wir hier... 26, 36, hier brauchen wir noch ungefähr 10. Ja, dass wir hier die Produktion erhöhen. Wir machen mal 2 auf beiden Seiten. Dann sind wir bei insgesamt 26. Wir brauchen 33. Wir haben noch genug Reserven. Dann verbrauchen wir jetzt auch nicht gleich alle Pilze. Dann sollte das passen. Ja, jetzt sind wir beim Technologiebaum tatsächlich auf Maledeien Verderb darauf ausgelegt, dass wir, um den nächsten Zyklus zu erreichen, hier die 40 Leute kriegen. Ansonsten haben wir alles. Erst da kriegen wir Fleisch, Fisch und diese ganzen coolen Sachen. Und so lange müssen wir jetzt im Prinzip einfach nur noch überleben. Und was wir zum Überleben machen können, ist tatsächlich die Verteilungsrate des Wassers erhöhen. Und wir haben die Möglichkeiten dafür in meinen Augen. Wir haben das Wasser da, sodass wir hoffentlich im Frühjahr, das können wir mal durchaus ein bisschen schneller machen, deswegen werden wir das Pümpchen hier mal wieder anmachen jetzt. Und wir produzieren jetzt insgesamt, ja nicht 168, das stimmt nicht, wir sind bei knapp 300 Wasser, die wir produzieren. Und das bedeutet, wir können locker bei dem Verbrauch hier, wenn wir das mal angucken, 228, können wir locker in meinen Augen auf 220 gehen. Das erzeugt nochmal mehr Moral. Und beim Essen will ich allerdings nicht hochgehen. Da müssen wir wirklich zusehen, dass wir damit hinkommen. Wenn wir sehen, wir haben genug Mahlzeiten auf Lager, dann können wir das
bevor der Winter vorbei ist, setzen wir das auf zusätzlich. Aber wir müssen da natürlich auch immer darauf achten, dass wir noch gar nicht wissen, wie das hier aussieht. Ja, vielleicht machen wir das wirklich nur auf regulär. Und dann lassen wir jetzt die Zeit mal schneller laufen und hoffen, dass unsere Leute damit an den Rand kommen. So, jetzt werden wir hier noch Steine sammeln und Co. Wir haben einen Verbrauch von 18 am Tag. Gut, jetzt im Moment nicht. Wir bauen gerade nichts. Wie sieht es da hinten aus? 3000. Ja, das könnt ihr mal ruhig ins Lager packen. Wie viele Steine haben wir hier? 2500. Ja, das passt, alles klar. Okay, ansonsten bleibt uns jetzt tatsächlich nichts anderes übrig, als durch den Winter zu kommen und hoffen, dass wir die 40 Leute irgendwie schaffen. Der Rest ist im Prinzip jetzt fertig. Jetzt bleibt uns wirklich nur noch zu hoffen. Wir haben Gott sei Dank ein Kind, auch geboren, zwei Kinder. Das heißt, wenn die irgendwann älter werden im Frühjahr, das müsste sogar noch ein Jahr dauern, dann sollte das passen. Das, was wir jetzt nur hoffen können, ist, dass wir bei der prognostizierten Erneuerungsrate nochmal irgendwie hochkommen, weil der Wert hier ist wirklich bescheiden. Wirklich, wirklich bescheiden. Weil damit kommen wir damit wird es nächstes Jahr extrem, extrem knapp. So, und jetzt ist der Winter vorbei. Und wir haben tatsächlich... Wir sind immer noch in der Extremdürre. Boah. Alto Belli. Jetzt bin ich mal auf den Report gespannt. Jetzt müssen wir gleich weitermachen. Wir haben wieder ein bisschen Moral bekommen. Pilze und so werden erneuert. Und wir haben... Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wir haben eine Erneuerungsrate von 73%. Sehr gut. 19 Strukturen haben wir gebaut. Das ist richtig super. So, jetzt können wir mal gucken, dass wir tatsächlich hier... Wir haben 800 Pilze hier nur. Scheibenkleister, ey. Wir haben 1600, da kommen wir ja um Längen nicht hin. Da werden wir mal auf 67 gehen. Wir sind... Da werden wir mit... einem arbeiten. Und hier hinten haben wir nichts. What? Alter Falter. Ich hoffe, dass wir bald Leute kriegen. Ansonsten, wir werden das nicht hochschrauben. Ansonsten wird das im nächsten Jahr... Wird das in diesem Jahr echt knapp werden. Ne? Wie sieht es mit dem Wasser aus? 288. Da müssen wir uns auch mal checken. Wie viel Wasser haben wir dort? Ah, 1500. Oh. Aus, bitte. Das ist der Notfallbrunnen. Ja. Wie viel haben wir in dem Brunnen? 3000. Das reicht ja gerade mal für dieses Jahr, wenn wir hier so weiter pumpen. Und hier? Boah. Okay, wir machen den mal aus und sparen jetzt erstmal ein bisschen Wasser. Meine Güte, jetzt wisst ihr vielleicht, was ich meine. Das ist schon heftig. Also mit dem aktuellen Wasserverbrauch kommen wir nicht über das Jahr. Das bedeutet, was müssen wir machen? Wir müssen jetzt einfach hoffen, dass unsere Kinder schnell genug alt werden und wir mit den nächsten Leuten hier die 40 knacken, um eben den Bonus zu bekommen, um ins New Cycle Zeitalter zu kriegen. Dann können wir Fleisch sammeln. Das wird das Ganze schon mal besser machen. Dann können wir fischen gehen und dann können wir die Tools produzieren. Damit kriegen wir zusätzliche Moral und wir müssen Elektrizität bauen und so weiter und so fort. Also wir müssen eine ganze Menge machen. Wir haben auch schon ein offenes Haus. Das Problem ist, wenn da keiner drinne wohnt, ihr seht das, diese Häuser brauchen auch Maintenance. Ne? Das heißt, diese Häuser sind auch ineffizienter, wenn sie keine Maintenance bekommen. Das heißt, da muss auch jemand rein ab und an. Ja? Also ihr seht, das ist schon hart. Ne? Also ihr seht hier oben, ich hoffe, man kann das sehen. Hier, jetzt ist es weg, aber eben gerade hat er uns ganz klar gesagt, hey, wenn noch keiner drin ist, dann wächst da halt so Zeug drüber. So, ein weiteres Kind wurde geboren, sehr gut. Ja, mittlerweile 6 Kinder, das ist eine sehr gute Sache. Wir können ja mal schauen, wie in unserem Report die Kinder sehen können.
Nee, leider nicht. Na gut, dann ist das nicht so schlimm. Brunnen ist nicht in Betrieb, das ist bekannt. Was wir schon mal machen können, ist uns ein bisschen aufzurüsten, was das Thema Feldlager angeht. Also wir sind hier in einem Feldlager, da machen wir Pilze. Wir haben hier ein Feldlager, da machen wir auch, nee, das waren die Steine. Wir haben hier eins, da hätten wir ein bisschen Wildfleisch, das ist gut. Hier hätten wir auch ein bisschen Wild und Fisch, sehr gut. Da haben wir nichts. Und ich würde jetzt schon mal voreilend im Feldlager schauen, dass wir vielleicht hier oben noch eins bauen. Da haben wir sehr viel, vielleicht noch ein bisschen weiter rein, hier hinten. Ja, da. Da hätten wir Fisch und Fleisch. Da müssen wir auf jeden Fall irgendwann umschwenken. Und dann bauen wir ein weiteres. Entschuldigung, ich habe Feldlager gesagt. Ich meinte natürlich Sammellager. Da ist nichts. Wir könnten hier hinten noch eins bauen. Da hätten wir auch sehr viel Fleisch. So, was kostet das Ding? Nur Holz. Holz haben wir genug. Also, da hinten noch eins hin. Und dann haben wir zumindest schon mal uns vorbereitet auf das Thema Jagen. Okay. Dann müssen wir uns vorbereiten auf das Thema Eisen. Und da würde ich nämlich sagen, bauen wir da eins hin. So. Genau. Das können wir ruhig ein bisschen weiter runtersetzen. Nicht zu weit. Da. Okay. Und wir haben auch Steine und Holz genug übrig. Im Moment würde ich allerdings ein bisschen Stein sparen, denn Stein recovert sich nicht. Ne? Das ist eine ganz wichtige Sache. Stein hat keine Recovery Rate. Das heißt, mit den 3000 Steinchen, die wir jetzt haben, müssen wir am Ende erstmal leben. Was ich allerdings machen möchte, ist ihn hier einmal umrunden, dass wir hier mehr Möglichkeiten haben, noch Häuser zu bauen. Und er hier bekommt erstmal nichts, ja, den werden wir auch ausmachen, den brauchen wir im Moment nicht, und jetzt machen wir uns mal mit Alt die Produkte wieder an, den brauchen wir später, wenn wir hier Eisen produzieren. Was ist das denn? Oh nein! Oh mein Gott! Minus 5, das ist natürlich jetzt eine Katastrophe, ne? Ein Staubsturm, oh Gott! Und eine Gruppe von Fremden ist eingetroffen. Jetzt hoffen wir mal, das sind nur zwei. Nein. Ja, es sind nur zwei Fremde. Wir warten immer noch darauf und jetzt blitzt und blitzt es hier. Das ist natürlich unschön. Und was wir auch machen werden, ist direkt eine weitere Suppenküche bauen. Blub. So, damit wir hoffentlich unsere Leute hinterher alle versorgen können. Wie gesagt, diese Gebäude bleiben alle erstmal deaktiviert. Auch du bleibst deaktiviert. Wie gesagt, das ist für später. Da gibt es dann Fleisch. Ja, das ist im Moment erstmal kein Problem. Auch er hier hinten bleibt erstmal deaktiviert. Und das ist aber auch ein Mistwetter, ey. Meine Güte. So. Okay, jetzt können wir nur hoffen, dass bald unsere Kinder groß werden. Das dauert für gewöhnlich ungefähr ein Jahr. Das heißt, wir haben jetzt 9 Kinder. Die ersten werden hoffentlich bald groß werden. Und jetzt schauen wir mal zum Schluss nochmal, ob wir hier in der Gesundheit irgendwas machen können. Also wie es hier grundsätzlich aussieht. Ihr seht, die Gesundheit ist... Ja, wir sind ein bisschen über der Todesschwelle. Das ist gut, aber wir können hier einfach
im Moment nicht mehr verteilen. Und jetzt haben wir auch ein Wasserproblem. Das heißt, wir müssen bei Wasser jetzt auch definitiv zurückgehen. Wir produzieren nämlich nur 117. Wir gucken mal. Ja, 180. Unsere Leute haben davon... das heißt 120 ungefähr. Wir produzieren nur 96, das heißt, wir müssen eine Quelle wieder aktivieren. Zack. So, damit wir mit dem Wasserverbrauch auch definitiv hinkommen. Ansonsten, hier wird auch nichts mehr zu essen und nichts anderes. Alles klar. Gut. Dann müssen wir als nächstes, sobald wir die Leute haben, müssen wir gucken, dass wir, jetzt sind wir schon wieder im Herbst, ja, dass wir die Werkzeugproduktion starten. Da kommt dann nochmal eine ganze Menge auf uns zu. Jetzt müssen wir vor allen Dingen mal gucken, jetzt sind wir im Herbst. Ja, komm, die Pilze sammeln wir jetzt ab. Wir brauchen momentan knappe 40. Wir haben jetzt 800, das reicht, ja. Also das würde sogar bis über den Winter reichen. Wir sammeln das jetzt hier trotzdem mal ab. Genau, wir legen uns das jetzt auf Lager. Hier haben wir immer noch keine Pilze. Gott, das ist aber auch krass. Da hinten haben wir auch noch keine Pilze. Das haben wir für den Fisch- und den Fleischkonsum gebraucht. Jetzt wird ein Kind geboren. Jetzt hoffen wir mal, dass wir zackig und zügig, den machen wir auch aus, weitere Kinder bekommen. Und übrigens bei den Schmelzen ist das Problem, da können wir auch im Anfang nicht so viel nutzen. Genau, so nicht anders sieht es aus mit dem Gewitter hier. Da können wir am Anfang nicht ganz so viel nutzen, weil wir das Problem haben werden, dass die erst... We need rules. Oh nein. Es ist ein trauriger Tag für uns. Oh mein Gott, was ist das denn? Für uns alle. Der Tod ist uns kein Unbekannter. Louis Miller died during catastrophe. Seht ihr das dort? Oh Gott. Du grüne Neune. Eieieiei. Chief, our transition to settle life will bring it dozen of issues that need to be resolved. I can do all I can. I'll do all I can for our benefit. You should allow us to barter among ourselves. Surely you can give us this much. Das bringt uns 8 Moral. Das bringt uns nichts. Am Ende des Tages, ich will die Moral haben. Das könnte uns freier Tauschhandel. Das könnte uns hoffentlich hier ein bisschen was bringen. Die Lightning Strikes bringen jetzt wieder ein bisschen was. Und wie es damit weitergeht mit dem Ding hier, das seht ihr in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Euer Strategienerd. Ciao, ciao.